Ja, wir sind wieder in der bewährten Runde hier, Professor Dr. Philipp Keil. Wir sind im virtuellen Tag der offenen Tür hier am Campus Burghausen für diejenigen, die sich jetzt später dazu geschaltet haben. Und jetzt ging es ja gerade um 4 Bachelor-Studiengänge, Philipp. Wie sieht es denn aus? Bleibt es jetzt bei den 4? War's das? Ja, ich hatte ja das zu Beginn schon mal angedeutet. Wir haben ja gesehen, dass wir uns in allen Bachelorstudiengängen hier ein bisschen um das Thema Nachhaltigkeit, Transformation der Industrie, CO2-Neutralität, Digitalisierung, alles das sind ja Stichworte, mit denen wir uns in diesen Studiengängen, die wir vorgestellt haben, beschäftigen. Von der Betriebswirtschaft angefangen, Chemie, Ingenieurwesen, natürlich auch stofflicher Wandel, aber auch die Chemtronik insbesondere und die Umwelttechnologie. Und wenn man sich das Portfolio und den Bedarf hier in der Region anschaut, dann würde was natürlich noch sehr gut dazu passen, diesen Aspekt Materialwissenschaften und da insbesondere auf nachwachsender Rohstoffbasis beispielsweise abbildet. Und da sind wir dran, was auszuarbeiten. Das ist schon sehr weit fortgeschritten. Der Arbeitstitel momentan ist Chemie nachhaltiger Materialien, der das genau abbildet, nämlich Materialwissenschaften vom Molekül in die Anwendung zu bringen und das Ganze unter dem Aspekt Nachhaltigkeit. Super. Also wie ihr schon seht, die Studiengänge am Campus Burghausen sind noch weiter im Ausbau. Vielleicht dazu gerade nochmal, wir haben ja auch gehört, die in den Ingenieurstudiengängen sind ja die ersten 2 Semester recht ähnlich. Jetzt hat man ja da eigentlich als potenzieller Studierender ein bisschen die Qual der Wahl. Für welchen Studiengang soll ich mich denn jetzt eigentlich entscheiden? Ja, diese Qual der Wahl ist der Vorteil, weil der Vorteil dadurch, dass eben die ersten beiden Semester bis auf ein kleines Modul vollständig deckungsgleich sind und teilweise gerade im Bereich Umwelttechnologie, Chemie, Ingenieurwesen zieht sich das bis ins dritte Semester rein sogar, hat man den Vorteil, dass man wirklich völlig risikofrei sozusagen sich in einen der 3 Studiengänge einschreibt. Das erste Semester ist völlig gleich, das kann man also Orientierungsphase sehen, kann mit älteren Kommilitoninnen und Kommilitonen auch beispielsweise sprechen, was so später Inhalte sind und dann völlig unproblematisch von einem in den anderen Studiengang dieser 3 technischen Studiengänge wechseln. Bis zum 2. Semester ist es relativ problemlos möglich, aber auch im 3. noch gut denkbar. Super, das heißt, ich muss mich gar nicht gleich am Anfang entscheiden, sondern ich kann mich erstmal hier orientieren am Campus und dann kann ich mich ja ganz in Ruhe letzten Endes damit beschäftigen und dann mich festlegen. Ganz genau so ist es. Super. Ja, Philipp, es gibt ja nicht nur Bachelorstudiengänge am Campus Burghausen, sondern es gibt auch Masterstudiengänge. Und ich würde dich jetzt bitten, den ersten dieser Masterstudiengänge kurz vorzustellen. Sehr gerne. Ja, ich darf den Masterstudiengang Angewandte Forschung und Entwicklung in den Ingenieurswissenschaften noch vorstellen. Wir haben eigentlich bei den ersten Bachelorstudierenden im Chemieingenieurwesen schon gemerkt, dass da der Wunsch da ist, bei dem einen oder anderen sich noch weiter fachlich zu vertiefen, noch weiter zu machen. Und wir wollten dafür eine Möglichkeit am Campus Burghausen schaffen und da hat sich eine sehr gute Gelegenheit ergeben, weil es in Rosenheim in den Ingenieurswissenschaften einen sehr etablierten Master gibt, der projektbezogen sich mit Forschungsprojekten auseinandersetzt und gleichzeitig fachliche und methodische Kompetenzen vermittelt, sodass wir hier eine sehr gute Möglichkeit hatten. Und dadurch, dass dieser Master schon etabliert war, ist es für uns vergleichsweise leicht gewesen, das für den ersten Jahrgang, der 2019 fertig wurde, dann schon dieses Angebot vor Ort hier zu schaffen. Und der Slogan ist, Inhalte selbst bestimmen, Karrierewege selbst festlegen. Und das ist das, was diesen Master letztlich ausmacht, weil dieser Master basiert auf einem Mentoring-Prinzip. Das heißt, Sie haben hier einen Professor oder eine Professorin, die Sie in diesen Forschungs- und Entwicklungsprojekten, in diesen Schritten recht eng begleitet. Und damit letztlich auch in gewisser Weise diese Ausrichtung, wie Sie diesen Studiengang studieren, ein kleines bisschen mit Ihnen gestaltet. Und das liegt daran, weil dieser Studiengang sehr hohe Flexibilität bietet. Und Sie sehen das hier, Sie sehen keine wirklichen Fächer in dem Sinn, sondern Sie sehen nur sowas wie Modulgruppen, die bestehen aus einem gewissen Grundlagenmodul, aus spezifischen Fachwissen und Methodenkompetenzen. Und innerhalb dieser Blöcke gibt es 2 einzelne Vorlesungen, die vorgeschrieben sind, bei Methodenkompetenz beispielsweise wissenschaftliches Arbeiten, weil das im Forschungs- und Entwicklungsbereich eben eine ganz wesentliche Grundkompetenz ist. Aber gerade dieser Block
spezifisches Fachwissen, der ist sehr flexibel. Da können Sie aus dem Masterangebot beispielsweise in Rosenheim, aber auch aus eigenen Modulen, die wir hier jetzt aufbauen, auswählen, was gut einerseits zu den Projekten passt, die Sie bearbeiten, aber auch gut zu dem passt, wo Sie letztlich beruflich hinwollen. Und Sie sehen also ein ganz großer Block, der hat den vielleicht etwas sperrigen Namen Handlungskompetenzen. Was sich dahinter verbirgt, ist aber eine sehr gute Sache. Das sind nämlich Projektarbeiten, die im ersten und zweiten Mastersemester ungefähr Umfang einer Bachelorarbeit haben, plus die Masterarbeit, wo Sie wirklich aktiv in Forschungsprojekten hier am Campus Burghausen mitarbeiten. Es laufen momentan relativ viele Projekte, ich werde ein paar auch noch zeigen und Sie da wirklich mit dem, was Sie in den Bachelorstudiengängen gelernt haben, je nachdem aus welcher Richtung Sie auch kommen, sich da aktiv einbringen können und bei den F&E-Projekten unterstützen, dadurch aber auch natürlich an topaktuellen Themen mitarbeiten, was den beruflichen Einstieg natürlich sehr leicht macht. Und dadurch, dass Sie diese Projektarbeiten und die Masterarbeit und eben auch zunehmend aus diesen anderen Modulgruppen hier Module absolvieren können, sind 60, 70 perspektivisch eher Richtung 80-90% hier in Burghausen absolvierbar. Wir wollen bewusst aber so eine gewisse Quervernetzung nach Rosenheim ja herstellen und deshalb sind einige Module auch in Rosenheim. Rosenheimer Studierende kommen aber natürlich auch zu uns. Und was sind so aktuelle Projekte, mit denen wir uns beschäftigen oder auch die entsprechenden Masterstudierenden? Und wir hatten aus dem ersten Jahrgang Chemieingenieurwesen da schon die ersten, die in diesen Master eingestiegen sind. Da beschäftigen wir uns um Themen beispielsweise Polymerrecycling, genannt als Beispiel PET-Recycling. Also wie baut man eine Kreislaufwirtschaft auf unter den Aspekten dessen, was wir hier gut können, die chemischen Technologien verknüpft mit Digitalisierung. Da gehört aber auch beispielsweise dieser Rohstoffwandel in der chemischen Industrie dazu, dieses Thema Defossilierung weg vom Öl. Und da können diese Studiengänge, die wir vorgestellt haben, eben gute Beiträge leisten. Und das wollen wir dann in diesen Masterprojekten bündeln und beschäftigen uns beispielsweise auch, wie können wir Holz als nachwachsenden Rohstoff für die chemische Industrie nutzbar machen mit den Techniken, die wir als Chemieingenieure, Chemtroniker und Umwelttechnologen zur Verfügung haben. Und da gehört auch natürlich dieses Thema dazu, dass wir die Energieversorgung und die stoffliche Versorgung der chemischen Industrie sicherstellen können. Und die sich mit dem Thema interessieren, sind sicher auf dieses Thema Wasserstoff in dem Kontext gestoßen. Es ist ja relativ präsent in den Medien momentan. Ich hatte auch angekündigt, dass wir einen CB-Live-Vortrag am 5. Mai zu dem Thema hören werden, weil das was ist, was uns auch sehr intensiv beschäftigt hier und wo wir auch mit Projekten dran sind, da unsere Beiträge zu leisten, da aktiv diesen Wandel mit zu begleiten. Der Master hat eine Regelstudienzeit von 3 Semestern, wie das an bayerischen Fachhochschulen und technischen Hochschulen üblich ist. Die Flexibilität ermöglicht natürlich, dass Sie zum Sommer- oder Wintersemester einsteigen können. Das bedeutet, egal wann Sie mit dem Bachelorstudium fertig werden, die Regelstudienzeit ist er 7 Semester, dann werden Sie zum Sommer fertig, können Sie direkt einsteigen. Wenn Sie ein Semester länger brauchen, können Sie zum Wintersemester direkt einsteigen, also unmittelbar im Anschluss an einen der ingenieurswissenschaftlichen Bachelorstudiengänge hier am Campus Burghausen. Sie bringen dann auch die entsprechende Zulassungsvoraussetzung mit 210 Credit Points mit, weil Sie die hier aus unseren Studiengängen haben. Und wenn Sie sich jetzt für den Master interessieren, aber beispielsweise an einer Universität oder in Österreich an einer Universität studiert haben und einen Bachelor mit 180 ECTS-Punkte haben, dann sollte Sie das auch nicht davon abhalten, weil diesen Fall gibt es oft und da gibt es sehr gute Übergangslösungen, wo Sie dann die fehlenden 30 ECTS-Punkte nachholen können, um auf die nach dem europäischen Rahmen geforderten 300 Credit Points insgesamt für einen Master zu kommen. Das ist aber eher aus terminlichen Gründen wichtig, einen schriftlichen Eignungstest, in dem so ganz basismäßig ingenieurstechnische Grundlagen, Methodiken abgefragt werden als Einstiegstest. Und ich kann Ihnen aber auf jeden Fall versichern, dass wenn Sie hier bei unserem Campus Burghausen den Bachelor absolviert haben, dass Sie weitaus gut vorbereitet sind, diesen Test leicht zu bestehen. Da ist es eher so, dass bei diesem Master die Terminlage manchmal ein bisschen anders ist. Also wenn Sie da starten wollen, informieren Sie sich bitte auf der Homepage sehr genau, wann welche Termine notwendig sind, damit Sie nichts verpassen da. Ja, damit sind wir am Ende des Masters und ich darf
meine Kollegin Silvia nochmal herbitten. Und wir haben eine Studierende natürlich auch eingeladen, aus unserem ersten Jahrgang Chemieingenieurwesen, 2016 gestartet und dann unmittelbar im Master hier weitergemacht. Und zwar die Stefanie Kaufmann. Stefanie, danke, dass Sie gekommen sind. Herzlich willkommen hier. Wie haben Sie sich denn dazu entschieden, direkt vom Bachelorstudium dann in den Master überzugehen? Also für mich war damals nach dem Bachelor eigentlich ziemlich schnell klar, dass ich noch weitermachen will. Und mir hat es in meinem Studium Chemieingenieurwesen sehr gut am Campus Burghausen gefallen und da war halt eben der AFE-Master genau das Richtige, weil ich hier eben in Kooperation die Laborräumlichkeiten vor Ort nutzen kann und so eben einen Teil hier ableisten kann von meinem Studium. Super, also direkt schon, kam dann richtig genau zur richtigen Zeit für Sie. Und, ja, genau. Und was können Sie sich jetzt im weiteren Ausblick vorstellen, also für die Zukunft? Also ich habe mich jetzt in meinem AFE-Master ziemlich auf organische Synthese und Analytik spezialisiert und da war es halt eben auch schön, wenn ich später dann im beruflichen Verlauf dann eben auch in dem Feld irgendwie unterkommen könnte. Das klingt ja gut, genau. Ja, liebe Zuschauer hier im heutigen Livestream, mit Stefanie Kaufmann, hier auch eine Masterstudierende hier vom Campus Burghausen. Herzlichen Dank an beide, Stefanie und Philipp. Und wir machen nämlich jetzt dann gleich weiter. Wenn wir wieder alle Hygienemaßnahmen durchgeführt haben mit dem zweiten Masterstudiengang, nämlich dem Master of Circular Economy.